Sag schon mal so, Rick. Wenn man dir unter die Arme schaut, könnte man denken, du hast den Ivan Rebrov im Schwitzkasten. Jetzt bitte kein Mitleid mit mir, nur weil mir die Haare überall rauskommen. Das Ding ist ja nicht nur, dass meine Haare überall rauskommen, die kommen auch sehr, sehr schnell raus. Es kann also durchaus passieren, dass mein Körpergewicht tagsüber zwischen 2 und 3 Kilo schwankt. Deswegen habe ich auch 2 Reisepässe. Ein rasiert, ein unrasiert. Doch, das hilft bei der Einreise nach Langstreckenflügen. Liebe Männer, wenn ihr es vorhabt zu tun, bitte hört auf mich und benutzt unter allen Umständen eine rutschfeste Badematte. Damit die Kachel auch dran bleibt. Absolviert ferner 2 bis 3 Yogakurse und zieht euch vorsichtshalber noch eine Autobahn-Sicherheitsweste an. Wir kommen nämlich jetzt zum Hauptproblem beim Thema Intimrasur und das ist zweifelsohne die Höhe des Badezimmerspiegels. Wer, um Himmels Willen, liebe Männer, trägt seinen Außenminister auf 1,60 Meter Höhe? Du wirst ja auch kein Außenminister mehr, sondern ein Brustbeutel. Wobei, warte mal, die Klitschkos könnte sein. Wie groß sind die Klitschkos? 2,60 Meter? Um Gottes Willen! Vitali, hilf mir! Vitali, hilf mir! Ich habe große Probleme mit meinem kleinen Mike Tyson. Um Gottes Willen, Wladimir Idiot, was machst du da? Das ist doch kein Rasierapparat. Das ist ein Kartoffelschäler. Aber wenn man ehrlich ist, es ist noch entwürdigend für einen Mann, oder? Alleine im Badezimmer, nackt, auf einem Bein am Badewannenrand, balancierend. Ständig geht einem der Außenminister im Weg rum. Oh, look, he's waving bye-bye. Mit Verlaub, aber es ist einfach eine dumme Tätigkeit für einen Mann, oder? 90% der Zeit, wenn den Hebel legen, drehen, wenn den Hebel legen, drehen, wenn den Hebel... Es macht keinen Sinn. Es kann aber auch Spaß machen. Nämlich dann... Du bist frisch rasiert, oder? Er weiß genau, wovon ich rede. Es kann aber auch Spaß machen, nämlich dann, wenn man sich von der Frau oder Freundin den Kosmetikspiegel leiht und auf den vergrößernden Effekt dreht. Das ist gut fürs Selbstvertrauen, ne? Gelass Moby Dick. Um dieses Thema zu einem würdigen Abschluss zu bringen, bitte hört an dieser Stelle auf mich. Liebe Männer, was immer ihr glaubt zu diesem Thema zu wissen, bitte niemals benutzt unter keinen Umständen, never ever danach Aftershave. Und ich weiß, wovon ich rede. Man steht im Bad mit dem Rasiermesser, man rasiert sich, das Ritual ist vorbei, der nächste Griff völlig normal organisch zum Rasierwasser. Liebe Freunde, vergesst hiergegen kalifornische Waldbrände. Und um es an dieser Stelle den beiden Frauen, die jetzt nicht folgen können, plausibel zu machen, meine Damen, es ist so, als würde man den Außenminister mit einer Stahlbürste anrauen und final in einen Topf Sambal Oleg dippen.
Eine klitzekleine Randnotiz sei mir noch erlaubt. Was für uns Männer gar nicht so uninteressant ist, diese Phase danach, respektive diese 3 Tage, die wir auch gerne den 3-Tages-Bart nennen. Klar, es stimmt natürlich. Es juckt wie blöd, du bist nur mit Kratzen beschäftigt. Aber dieser Zeitraum hat einen riesigen Vorteil, nämlich den, die Unterhose sitzt wie eine 1. Ja, es ist ein bisschen wie ein Klettverschluss am Sock. Nun, ich muss gestehen, ich war nach dem ersten Mal nicht so begeistert und angetan. Ich stand nach getaner Arbeit vor dem Spiegel und ich war ein bisschen traurig. Ich war ehrlich so ein bisschen enttäuscht, weil das, was offensichtlich so viele Frauen so anziehend finden, das sieht beim Rick aus wie ein Brandloch im Floccati-Teppich. Wer hat da geklopft? Du, ich glaube, das ist der Mann, der möchte reparieren die Kachel. Hey, Gude! Was ist denn los hier? Wo brennt denn bei euch die Hütte, ha? Mensch, toll, dass Sie so schnell kommen konnten. Sagen Sie, können Sie uns gerade helfen, die Kachel hier an der Badewanne zu reparieren? Moment mal, eine Kachel oder was? Jetzt pass mal gut auf, ihr hübsche Bübsche. Ich meine, ich bin Elektriker. Ach du Scheiße, ich habe den Falschen bestellt. Naja, sag mal so, früher war ich Elektriker, ja. Heute bin ich Managing. Electricity, Super Survivor Manager. Und zwar für die ganz harte Angelegenheit hier. Ich meine, Moment mal, so eine normale Steckdose hier mit 220 Volt Wechselstrom, das interessiert mich gerade mal ein Scheißdreck. Das ist für mich wie Amis Köln. Da gehe ich mit dem ganzen Arm rein, mache eine Woche Urlaub drin. Jetzt wollt ihr ernsthaft, dass ich eure Kachel hier repariere, oder was? Sag mal, wie zum Henker ist denn das überhaupt passiert? Der Malaka wollte sich den Matschpip rasieren. Ja, aber jetzt warte doch mal, hier ist doch eine Kachel drauf hier, oder was zum Henker ist denn das hier? Ah, nee, ne? Boah, das ist ja völlig weich. Oh, nee, das ist ja scheiß Blätterkäse. Das glaub ich ja nicht. Naja, ich dachte so als Übergangslösung, damit man den Unterschied zu den anderen Kacheln nicht so sieht. Ja, aber Moment mal, hier steht doch was drauf hier. Was heißt denn das hier? Adrian, oder? Adrian und Donnerian, sieht aus wie ein Zugangscode, oder? Ein Grieche, guck doch mal hier. Lass mal den Griechen gucken. Das heißt nicht Adrian, das heißt Adriana. Adriana, und das ist kein Code, das ist 017, das ist eine Handynummer. Malaka, was bitte ist los mit dir? Du, deine Frau ist für eine Woche aus dem Haus raus und du machst hier einen auf Flavio Briatore, oder was? Jetzt komm doch mal wieder runter, Dimi, entschuldige bitte, ich habe mich verwählt. Na, da schau her, der junge Mann hat sich verwählt. Das hat bestimmt tierisch wehgetan, ha? Kirgel, das ist ein Riesenmissverständnis. Bitte hör, vertrau auf mich. Ich habe ehrlich nichts ausgefressen. Was ich mal gut aufregt, ja? Ob du was ausgefressen hast oder nicht, das entscheide ich. Unten steht die Playstation. Du kannst sofort beichten. Ist das klar? Hey Mädels, komm mal runter hier. Wo bin ich denn hier reingeraten? Hier bei gute, schlechte Zeiten oder was? Habt ihr jetzt einen Job für mich oder nicht? Also, guckt mich nicht so an. Wenn ihr was braucht, ruft mich an. Meine Nummer habt ihr. Tut mir allen gefallen. Werd endlich mal euren Anruf beantworten ab. Ihr sag mal, seht ihr das nicht? Das Teil blinkt sich stumm und dusselig. Also Mädels, gute. Grüezi Rick, da spricht dein PSIO. Folgende Situation, ich war vorhin mit dem Snowboard auf der Piste unterwegs und während ich so den Hang hinuntergrufe, habe ich vor mir eine Erscheinung von einer schwarzen Katze und ich denke mir, cool, halluzinogen, rausch voll über das Teil drüber, dreh mich um und sehe, Scheiße, die Muschi war echt. Ich bin sofort zurück zu der Katze und dann sehe ich an ihrem Hals so ein kleines Band mit deinem Namen und deiner Adresse drauf. Aber Rick, bitte reg dich nicht auf, es geht der Katze schon wieder viel, viel besser. Ich habe ihr was zu rauchen gegeben. Anschließend habe ich die Katze genommen, an eine Brieftaube drangehängt und jetzt befindet sie sich auf direktem Weg zu dir. Die muss jeden Moment auf deiner Terrasse aufschlagen, oder? Also nichts für ungut und zahle dein PSI, oder? Ah, schönen guten Abend, hier spricht Smolarek von den Stadtwerken. Sie wissen schon, die Herrschaft mit dem Strom. Ja, Herr Kevenin, wir haben auf Ihrem Lichtkonto immer noch keinen aktuellen Zahlungseingang. Deswegen möchten wir die Stadtwerke, mein Name ist Smolarek, Sie darum bitten, dies in den nächsten 8 bis 10 Minuten nachzuholen. Sonst müssen wir Sie vom Versorgungsnetz nehmen. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Hallo Schatz, grüß dich. Hi. Ich bin's. Überraschung.
Ja, ich wollte nur sagen, ich komme morgen Vormittag bereits nach Hause und ich freue mich schon so wahnsinnig auf euch beide. Ja, ich hoffe mal sehr, dass du das Geld für den Strom überwiesen hast. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass du den Moritz gefüttert hast. Hab euch lieb, bis dann, tschüss.